Moin Leute, kennt ihr das auch? Ihr stöbert so auf Amazon nach schönen Rabatten oder so, nach schönen Sonderangeboten, die ihr euch vielleicht kaufen könnt oder vielleicht auch nicht. Denkt euch so, jo, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber wollt vielleicht mal sehen, was andere Leute da so darüber denken und scrollt dann nach unten. Aber auf dem Weg dahin seht ihr dann schon die Kundenfragen und Antworten. Normalerweise würde man jetzt zum Eimer rennen und sämtliche Körperflüssigkeiten da lassen. Aber ich dachte mir, teilweise sind die Antworten echt so dumm und auch so schlecht, dass man die vielleicht auch korrigieren kann und sich vielleicht etwas darüber lustig machen kann. Und das wäre doch vielleicht was für ein neues Video. So gibt es hier zum Beispiel die Frage, haben die verschiedenen Zugarten bei mehreren Loks unterschiedliche Frequenzen? Oder reagieren dann alle Loks auf eine Fernbedienung? Das ist ja an sich eine logische Frage ist, wenn man sich mehrere Loks kauft, bei mehreren Loks, dann kann man ja den Schalter bei der Power Function 2-Steuerung umstellen, um einen anderen Kanal zu benutzen, oder man kann den jeweils anderen derzeit aktiven Kanal benutzen. Es gibt ja vier Kanäle und da gibt es jeweils zwei Anschlüsse. Man kann halt insgesamt acht Loks nehmen oder steuern. Naja, die erste Antwort ist, reagieren alle auf eine Fernbedienung. Es muss nur am Empfänger vom Zug richtig eingestellt sein. Dann kann man an der Fernbedienung umstellen und bis zu acht Züge unterschiedlich steuern. Das stimmt. Kann ich nur unterschreiben. Die zweite Antwort ist ungefähr das gleiche. Aber dann kommt die dritte Antwort. Kann ich leider nicht beantworten. Wir haben nur einen Zug. Warum schreibt man eine Antwort, wenn man das nicht beantworten kann? Bekommt man da irgendwie kostenlose Amazon-Punkte oder was? Und dann gibt's noch von einem Verkäufer die Antwort, nur die blaue Lok reagiert auf die Fernbedienung. Alle anderen Waggons sind nicht elektronisch betrieben. Ich glaube auch nicht, dass das die Frage war. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass bei einem Zug nur die Lok angetrieben wird und nicht alle Waggons. Oder ich habe von dem Set noch eine zweite Frage vorbereitet. Und zwar sind 1,2 Volt Akkus AAA statt Batterien verwendbar? Die Antwort darauf ist ja. Die erste Antwort sagt das auch ungefähr. Aber dann gibt es die zweite. Akkus mit 1,2 Volt, insbesondere von Eneloop, funktionieren bei mir nicht. Laut Lego selber müssen es unbedingt 1,5 Volt sein, da für den Antrieb insgesamt 9 Volt 6x 1,5 Volt benötigt werden. Ein geeignetes Akku konnte ich leider bislang noch nicht finden, was unter 1,5 Volt läuft. Könnte daran liegen, dass es keine Akkus mit 1,5 Volt gibt. Und außerdem hat der Akku von Lego selber, dieses 70-Euro-Teil oder so, keine insgesamt 9 Volt, sondern ich glaube nur 7,2 Volt. Also, dass man insgesamt 9 Volt braucht, das stimmt nicht. Ich glaube, die Sachen funktionieren irgendwie mindestens ab 6 Volt oder so. Und dann bis 10 Volt oder noch mehr. Wahrscheinlich sogar bis 12 Volt. Aber dann gibt es auch wieder so eine Antwort. Kann ich leider nicht sagen, habe das Paket noch nicht geöffnet. Warum antwortet man dann? Ich meine, die Information hilft niemandem. Haben die trotzdem irgendwie das gute Gefühl? Ich habe eine Frage beantwortet oder so, obwohl sie es eigentlich gar nicht gemacht haben. Aber da es bei dem Kanal hier ja um Mindstorms hauptsächlich geht, muss man dann nochmal nach Lego Mindstorms suchen. Mir einfach das erste direkt auswählen. Wieder in die Antwortensektion gehen. Aber was ist das? Die Antworten oder die Fragen, die sind gar nicht mal so schlimm und die Antworten darauf sind wirklich hilfreich. Da gibt es nicht hauptsächlich so Antworten wie, wir haben das Set noch nicht ausgepackt, weil das ein Weihnachtsgeschenk ist oder können wir Ihnen leider auch nicht sagen, sondern hier gibt es tatsächlich hilfreiche Antworten. Und das war's dann auch schon mit der Videoidee. Aber noch nicht ganz. Denn da es leider bei den ganzen Mindstorm-Sachen relativ sinnvolle Antworten gibt, werde ich einfach mich ein bisschen weiter auf die Lego-Sachen ausbreiten. Und sowas wie Boost oder so nehmen, was eher für Kinder gedacht ist. Und vielleicht auch noch was anderes. Mal schauen, was ich da so finde. Da gibt es zum Beispiel die Frage, kann man das Set auch am PC oder Laptop programmieren? Und die Antwort darauf, soweit ich sehe, braucht man neben Python selbst nur die PyLGBST-Library auf GitHub sowie einen kompatiblen Bluetooth-Dongle BLED112. Das ist übrigens gänzlich falsch. Also ich weiß nicht, ob das bei dem Kommentarschreiber schon so war, aber inzwischen gibt es die Boost-Software auch in dem Windows Store unter Windows 10. Und dann braucht man einfach nur einen ganz normalen Bluetooth-Dongle und nicht diesen BLED112. Also mit Python oder so muss man dann gar nichts machen. Kommen wir zur nächsten Frage. Funktioniert es auch mit einem Samsung Tab 4? Da gab es so lange keine Antworten, deswegen die Frage, gibt es hier schon neue Erkenntnisse, die zwar als Antwort geschrieben wurde, aber
Und dann die Antwort, wir haben das als Weihnachtsgeschenk gekauft. Daher kann ich das noch nicht Näheres sagen, sorry. Immer diese hilfreichen Antworten. Und dann gab es noch, hallo Jochen, diese Frage kann ich leider noch nicht beantworten. Denn es ist ein Weihnachtsgeschenk für meinen Enkel. Soviel ich weiß, geht es über Download on Theo App Store oder über Android App on Google Play. Versuch es einfach. Vor allem ist die Antwort auch noch von der gleichen Person. Warum denkt man sich, jo, antworte ich einfach an 3 Tagen zweimal. Und dann auch noch so Sachen wie, keine Ahnung, weil das ein Weihnachtsgeschenk ist und wir es noch nicht geöffnet haben. Aber die nächste Frage. Klappt eine Nutzung mit dem Galaxy Tab 4 10.1 problemlos? Gibt es Erfahrung? Ist ein Weihnachtsgeschenk, daher leider unbekannt. In der Liste von Lego steht es nicht drin. Aber da andere Samsung funktionieren, stehen die Chancen recht gut. Also der letzte Kommentar ist noch relativ sinnvoll, aber irgendwie, keine Ahnung, freuen die sich immer daran, dass sie anderen Leuten erzählen, was die ihren Kindern schenken oder was? Aber das war es dann auch schon mit der Lego Boost Sparte. Mehr dumme Antworten habe oder mehr wirklich dumme Antworten habe ich da jetzt bisher nicht gefunden. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel mit Fragen, und zwar den Power Functions LEDs. Ich glaube, die werden noch nicht direkt von Amazon verkauft, aber die gibt es da zumindest auch irgendwie. Und da gab es die Frage, kann man von und hinten beleuchten, ohne zusätzliche Teile zu kaufen? Ist doch bl eigentlich bloß ein Anschluss frei für Licht. Oder gibt es Adapter? Und die Antwort darauf, da nur der eine Zugteil eine Stromversorgung hat, wird es nicht ohne Zusatzteile gehen. Aber welche Teile man dafür benötigt, kann ich nicht sagen. Ich vermute, es wird dann aber relativ kostenintensiv. Also erstmal hat man ja nur eine Lampe. Das heißt, mit einer Lampe kann man eh nur einen Ende beleuchten. Und also als bloß ein Anschluss frei für Licht stimmt auch nicht unbedingt, weil man das Licht auch eigentlich direkt in die Batteriebox anschließen kann. Und dann hat man ganz viel Licht. Außerdem wird ja gar nicht wirklich gesagt, dass das Ganze auf den Zug, dass es aber um den Zug geht. Aber vermutlich ist das so. Also wenn ihr einen Zug habt und den am Anfang und am Ende beleuchten wollt, dann braucht ihr halt neben diesem eigentlichen Zugset noch die Lampen zweimal. Und dann auch entsprechend viele Verlängerungskabel für die Power Functions Kabel. Die gibt es auch für 4 € oder so pro Kabel, um dann ein Kabel durch den Zug zu legen. Aber damit kann man auch vorne und hinten Lampen haben und mit nur einer einzigen Batteriebox. Also irgendwie 8 € oder so plus dann die zweite Lampe finde ich jetzt nicht so kostenintensiv. Und naja, warum schreibt man eine Antwort, wenn man nicht weiß, was man dafür braucht? Und dann kommen wir auch zur zweiten Frage zu den Power Functions LEDs. Ist der Motor beim Hochgeschwindigkeitszug stark genug für den Zug unters Licht? Und die Antworten, hallo, der Motor ist stark genug, LEDs funktionieren perfekt. Und dann noch die Antwort, hallo Eveline, ganz genau können wir die Frage nicht beantworten. Der Motor müsste aber stark genug sein, um den Zug zu ziehen, jedoch dürfte das Licht nicht unerheblich schwächer werden. Und das ist einfach nur Bullshit, was da steht. Also erstmal hat die Stärke des Motors nichts damit zu tun, ob das Licht jetzt gut leuchtet oder so. Der Strom kommt von der Batteriebox und wenn die genug Strom liefern kann, dann kann sowohl der Motor als auch das Licht betrieben werden. Also von daher stimmt zumindest der zweite Teil von Markus Kahrs Antwort, dass die LEDs perfekt funktionieren, aber das hat nichts damit zu tun, wie stark der Motor ist. Also eher ziemlich wenig. Und die Antwort von Ute, dass der Motor stark genug sein sollte, aber dass das Licht nicht unerheblich schwächer werden sollte, unter welchen Bedingungen eigentlich schwächer werden, ist, naja. Schon irgendwie traurig, was es so bei Amazon gibt. Aber das war's dann auch mit dem Video. Ihr könnt jetzt den einmal wegstellen. Hat das Format gefallen? Wenn ja, gerne einen Kommentar oder so. Ich habe noch ein paar andere Kommentare rausgesucht, aber die würden jetzt von der Zeit her das Video sprengen. Also ich kann gerne noch einen zweiten Teil machen, wenn das Interesse besteht. Aber dann danke fürs Zusehen. Fragen und so können natürlich auch immer gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich sind meine Antworten, zumindest was technische Sachen angeht, hilfreicher als die bei Amazon. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.